Leute, heute machen wir aus dieser kleinen Avocado super leckere, cremige Avocado-Pasta. Und falls ihr meinen Blog mal gelesen habt früher, den ich mal gemacht habe, dann kennt ihr das Rezept schon. Aber da ich jetzt mehr Gefallen am Videos machen gefunden habe, dachte ich, mache ich das jetzt einfach auch schnell nochmal. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Als erstes setzen wir das Nudelwasser auf, wie das geht, weiß ja jeder, und geben dann die Nudeln dazu, wenn es kocht. Ich habe hier Vollkornspaghetti benutzt und dann geht es schon auch an die Avocado und ich habe die natürlich erstmal halbiert und löffle jetzt das Innere heraus in so einen Mixbehälter für meinen Mixer. Und wenn ihr den Stein ganz einfach rausbekommen wollt und nicht da ewig drin rummatschen, dann schlagt einfach mit einem Messer etwas kräftiger drauf und dann bleibt er da dran hängen. Und dann könnt ihr, wie ihr das jetzt bei mir seht, den dann einfach rauslösen. Und wenn ihr natürlich keinen Mixer habt, also nicht natürlich, wenn ihr keinen Mixer habt, könnt ihr das natürlich auch mit einer Gabel machen. Also einfach die Avocado zerdrücken, den Knoblauch ganz fein schneiden und dann mit Zitronensaft, Öl und Salz und Pfeffer abschmecken, wie es euch gefällt. Also ein Mixer ist nicht unbedingt notwendig, aber es macht das Ganze natürlich einfacher. Und wie ihr seht, gebe ich jetzt noch eine Zehe Knoblauch dazu. Wenn ihr mehr Knoblauch mögt, könnt ihr natürlich auch mehr dazu geben. Und dann noch etwas Zitronensaft und Öl. Und beim Öl könnt ihr natürlich auch das Öl von den getrockneten Tomaten verwenden und müsst kein Olivenöl nehmen. Ich mag das persönlich auch lieber. Und dann wird das Ganze gemixt und abgeschmeckt und dann wird halt noch ein bisschen Öl dazugefügt oder Zitronensaft, je nachdem, was euch dann noch fehlt, bis ihr zufrieden seid. Und die Konsistenz werdet ihr dann gleich bei mir sehen, wie das dann ungefähr aussehen könnte oder sollte. Ja, jetzt haben wir die Avocado-Creme schon fertig, jetzt müssen nur noch die Tomaten etwas klein geschnitten werden. Wie viele ihr da nehmen wollt, ist natürlich auch euch überlassen. Und ich habe hier einfach getrocknete Tomaten auch noch etwas klein geschnitten, weil ich das besser finde, wenn das nicht die großen Stücken sind. Und jetzt wird einfach nur noch alles unter die fertigen Nudeln untergehoben. Ich würde euch empfehlen, zuerst die Creme unterzuheben einzeln, so wie ich das hier jetzt machen werde, und dann danach dann noch die Tomatenstücken dazuzugeben. Und wenn ihr es anrichten wollt, würde ich euch empfehlen, nochmal schön gemahlenen Pfeffer drüber zu streuen. Ich finde, das schmeckt nochmal gut und sieht auch gut aus. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!